Hallo Freunde, ich habe euch eine Schnellschachpartie mitgebracht. 10 Minuten plus 5 Sekunden Aufschlag. Es kam die skandinavische Verteidigung aufs Brett. Und da spiele ich eine Nebenvariante sozusagen gegen eine geheime Nebenvariante. Die ist sehr, sehr ruhig. Aber lasst euch nicht täuschen. Was zunächst ruhig anfing, wurde hinten raus zum kompletten Drama. Ne? Von daher, Unterhaltung ist geboten. Hoffe ich zumindest. Euch viel Spaß. Los geht's. So, mal E4 wieder. Ah, oh, skandinavisch. Na gut. Nehmen wir wieder unseren sinnlosen Nebenaufbau. Meine Erfahrung zeigt, da kommen wenige Schwarzspieler mit zurecht, weil da ist man aus der Theorie raus. Ne? Macht wirklich nichts Aktives. Aber versuche diesen Läufer auf dieser Diagonale irgendwann mal zu aktivieren. So, mit Turm B1 und B4 und B5, das ist so der grobe Grundplan, diesem Läufer vielleicht mal irgendwie spielen zu lassen. Der Rest wird improvisiert. Ich habe zumindest einen Plan. Oh, das habe ich aber. Hätte ich doch erst Turm B1 spielen sollen, ne? Jetzt Springer D5, Läufer D2, Läufer F6. So geplant gewesen. Wie schon los. Den spielen. Läufer F6, den. Mann, das war alles nicht gewollt und nicht geplant. Wo ist das Kino? Mal ein bisschen improvisieren, ne? Die ganze Öffnung muss improvisieren. Turm B1, damit der hier gedeckt ist. Jetzt zumindest zufällig aus dieser Festung raus, dass da auch nicht viel droht. Halte ich mal unter Kontrolle. Wo ich wahrscheinlich den hier, ne? Weil der E5 hängt. Okay. Hier drauf. In. Einmal decken. Auch noch. Ja, immerhin den. Immerhin. So gedeckt. Aber so ein bisschen entlasten ist, glaube ich. Da kann ich auch mal irgendwann nach C5 stellen. Mit C4 den hier vertreiben. Bauernwalze laufen lassen, ne? Mal gucken. Alles noch graue Theorie. Also F5 sieht immer verlockend aus, weil man den angreift. Aber dann macht man mit dem E6 dann. Solche Gabeln habe ich da auch.
Ich glaube, F5 geht einfach nicht. Den Springer hier vertreiben können. Ja, den da einsetzen. D4 und dann so. Irgendwie sowas, ne? Das ist ja so mein langfristiger Plan hier. Oh, mal gucken. Vielleicht A3 auch interessant. Wenn er hier hingeht, dann habe ich vielleicht E5. Den wie Springer F6 irgendwann mal. Hinterkopf. E4. Da muss weg. So. Der droht. Und jetzt C4 spielen. Na weg. C5 spielen. Dann muss die Dame weg. Ja, hier rein pflanzen. In ihrem Auge haben. So decken und dann mit B5 öffnen. So schlecht aus. Probieren wir. Sieht nach dem Loch aus, aber meine Figuren sind gedeckt. Das heißt, er kommt mit der Dame da nicht rein nach D4. Kann den also mit Tempo spielen. Hier mit Tempo zwischenschlagen. Ah, das ist natürlich schade. Okay, aber dann sieht er so ein bisschen katalanisch aus. Ne? Ich spiele jetzt C5, er schlägt hier, ich schlage mit dem Läufer zurück. Ist diese, dann hat er das Feld D5, ja, aber das ist auch das Einzige, was er hat. Ich kann hier mit D4 diesen Bauern decken und dann mit B5 hier diesen Komplex so ein bisschen versuchen. Ah, ist zweischneidig, auf jeden Fall. Na, wegziehen. Eigentlich will ich nämlich gar nicht tauschen. Den wegziehen. Hier droht H3, da muss der Springer hier irgendwo am Rande irgendwo hin. Schön. Mit. Na, kommt natürlich auch wieder schön hier. Schön schnell dabei. Ne? Den Springer jetzt schon da reinsetzen und sagen, hier, lass mich den spielen. Den spielst dann Arisch. Der B7. Stabilisieren. Dame da drin, das ist natürlich nicht so schön. C5 schlägt und jetzt mit dem Bauer anschlagen. Dame wegziehen. Tempo irgendwie irgendwo. Haben wir direkt da rein. Die Hoffnung, den dann mit E4, E5 hier so einen schönen Gedenken frei. F4 und E5. Den spielen. Ah, so viele Ideen. So, wenn ich da hingehe und er geht mit der Dame hier hin, hängt ja auch der hier. Ist ja auch
erstmal nicht ersichtlich, welche Kompensation er da. Außer Initiative. Okay, komm, ich will den nicht tauschen. Ich gehe da rein. Doch, man muss sich auch mal irgendwann entscheiden. Hauptidee ist jetzt C5 hinterher zu spielen. Wenn die Dame wegzieht, dann D4 zu spielen, damit der gedeckt ist, damit ich E5 spielen kann. 6 auf Diagonale vielleicht mal arbeiten kann. Irgendwann wird hier ein Springer auftauchen, den kann ich dann vielleicht auch mal rausnehmen. Ja? Dann habe ich aber trotzdem meinen schönen Springer da noch stehen. Warten mal ab. Dann sofort geht da wirklich rein. Okay, ja, das macht so prinzipiell natürlich Sinn. Ja. Angriff gegen den kriegt er nicht. Und den, ja, kann ich nicht verhindern. Wir schauen mal. Ich nehme den und dann ist gut. Ja, F2, Dame F2, ich halte den ja hier gedeckt. Ah, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Komm hier B2, ungewöhnlich. Immerhin verhindere ich den hier. Verhindert er auch. Ah ja, er hat fast ja aufgemacht, nicht ich. Dame getauscht kriege ich natürlich nicht so schnell. Das ist natürlich der einzige kleine Problempunkt. Ah, ihn direkt an. Das ist natürlich auch trickreich. Ich soll gerade den Springer zurückziehen, die Linie zu blocken. Aber gut, dann ziehe ich den eben dahin, in D3. Nehme ich den weg und spiele D4. Das ist alles so ein ganz kleines bisschen anders geplant, muss ich zugeben. nehme ich den auch noch weg, das sieht zwar echt mordmäßig. Tempo und hier. Wenn sowas kommt, okay. Nehmen, ach, ich wieder zurück. Ich sehe leider nicht, was drohen könnte. Hilfe, Hilfe. Über Blindes, weil ich nicht sehe. Komm, weg damit. So, meine Strategie. Von der Eröffnung her, dem Läufer eine Arbeit zu geben, hat schon mal geklappt. Jetzt müssen wir nur noch den Rest irgendwie in Zeitnot wieder irgendwie hinkriegen. Wenn er den Turm wegzöge, macht zurück. Dann immer noch H3. Wenn ich will, mein F2 droht einfach nicht. Ne? Ich dann auch mal mit Turm A2 diesen Turm hier versuchen zu tauschen. Wenn ich den Turm wegzöge, dann habe ich immerhin Spielraum mit meiner Dame mal irgendwann irgendwas zu machen. Ah, der Springer gefällt mir grundsätzlich. Der deckt den hier noch ganz gut.
Die 7 auch nicht so gut. Okay. Hier irgendwo. Nehmen den. Er muss jetzt erst zurücknehmen. Okay. Ja, aber der droht, wenn jetzt droht hier zu schlagen, ne? Okay. Dann hängt der B2. Also, ich schlage den A8-Turm. Er tauscht. Ich tausche. Er schlägt. War schon mal ein schöner Tausch. Ein Zurückzieher kann er vielleicht die zweite Reihe besetzen. Dann könnte der hier eng werden. Das war nicht die Hauptidee. Hm? Ja, aber von E1 decke ich den B4, das ist schon mal viel wert. Wenn er die der Dame hier geschlagen hat, kann ich ja auch vielleicht dann kommt der. Ich meine Bauern in Wallungen gesetzt hier. H3 würde auf jeden Fall in allen Formen und Farben Sinn machen. Hier noch mehr Luft habe. Der andere Springer nicht auch noch nach G4 kann. Da ich im Augenblick keine großen Alternativen. Nur den hier vielleicht. Dann steigt er. Ja, komm, mir fällt nichts ein. Machen. H3 einschieben, der ist gedeckt. Das Feld ist gedeckt. H3. Einer seiner Springer so richtig. Hoffe ich. Oh, eine Taktik übersehen hier. Eieiei. Großes Kino. Ist egal, ich habe noch ein paar. Nicht der Plan. Okay. Ein weißes Feld macht keinen Sinn. Die Dame zwischenziehen. Auch nur begrenzt. Dahin. Dann muss ich mal die Bauern in Wallung bringen, ja? Ich muss ihn ja auch beschäftigen. Oh, und das könnte ja auch potenziell schnell gehen in dem Sinne. Mal A7 habe ich den hier mit Tausch oder Figurentausch. Kann auch nicht so schlecht sein. Zweite Reihe ist gedeckt. Okay, den. Wo können wir hin? Wird ja wahrscheinlich hier so. So, Luftloch machen macht keinen Sinn. Auch einen sinnvollen Abwartezug. Hierhin, dahin. Und schon wieder solche Geschichten. E4 den König öffnen will ich ja auch nicht.
könnte die Dame hinter den Freiburg, also nicht den Turm, jetzt stellen wir mal die Dame hinter den Freiburg. Aha. Das Feld unter Kontrolle. Wenn der Dame die 6 spielt, kann ich ja den spielen. Den. Das sieht nach dem. Oh, ich habe einen Schlauen gefunden. Mal gucken. Warum brauche ich für solche Züge immer so lange? Rot hier einfach nichts, ne? Wenn ich jetzt. Finger tauschen, drohen. Stimmt hilfreich. Feld kontrolliert. Kann mit der Dame nicht weg. Er hat hier keinen Schach. Oh, jetzt auch C5. Und dann B6, B7. Na, wir gucken mal. Gebe ich halt im Zweifelsfall nochmal einen Bauern ab oder sonst irgendwas. Und vielleicht auch zwei, mir egal. Naja. So. So, vorwärts. Ich muss auf die Qualität des Bauern setzen. Ich. Was ist das? Zurückgehen, den aufhalten und das ist natürlich super passiv. Ja. Dann spiele ich Dame B6, Dame C6, Dame C8, sowas in die Richtung. Habe ich beide Bauern zurückgegeben. Und die Qualität. Naja, warum nicht? Ich sage ja immer, die Qualität ist wichtiger als die Quantität. So, er musste noch ein Luftloch machen. Probieren wir es. Den spielen. Den, den. So. Wenn ich jetzt beide Damen hier habe, ergibt hier das Schach, komme ich nicht mehr raus. Ne? Das ist natürlich dauerlich. Dann spielen wir jetzt. Erst. Also Damen-Endspiele mit Zeitnot, ne? Das ist ja wieder die Hölle hier. Da habe ich ja wieder was hingekriegt, ey. Toll. Ach geben, ein bisschen Zeit auf die Uhr kriegen. Aber die Hauptidee ist natürlich König H6 zu erfragen. Kann ich umwandeln? Wollte das hier kein. Geht. Ah, der ist darauf, dass ich hier irgendwie mal einen Schach geben kann, dass ich hier umwandeln kann. Habe ich jetzt diese Schachs auf der zweiten vermieden. Sehen mir die Züge aus, ja? Das ja. Ja, so. Gute Technik sieht anders aus, gell?
Oh, das ist auch noch gut. Auch dann noch. Hier bleibt auch nichts. Der gibt das schon. Das war nichts da, das Schachel übersehen. So ein Dreht. Da, Damen, Mensch, mir ist echt die Hölle. Wer hat denn so einen Mist erfunden? Sind die Schweizer. Ein König auch mal irgendwie öffnen. Bin ich matt? Nein, Hilfe! Oh, jetzt sieht's doch spannend aus. Jetzt hat er nämlich, glaube ich, kein Schach. Oh ja, auch was. Oh mal was. Meine erste Drohung seit 150 Jahren. Ah, Mensch, bitte, ne? Das war ja wieder eine Technik, die begeistert, ne? Das will, ne? Jetzt geht's ja. 5 Sekunden Aufschlag. Ach, komm. Ich lass mich gar nicht erst drauf ein, dass er hier irgendwie rumrennt, ja? Natürlich kann er jetzt hier versuchen zurückzurennen, aber ist ja immer noch den. Heie Witzka. Ja, das war ja wieder. So, müssen wir mal die Analyse-Szene. Ne, erstmal ohne Engine. Analyse steht. Mal gucken. So, gefühlt. Ja, wie gesagt, die Öffnung lege ich überhaupt keinen Wert auf großen Vorteil. Mein Plan mit A3, B4 hier irgendwas zu machen. Vielleicht hätte ich hier nur um Komplikationen zu vermeiden, erst Turm B1 spielen sollen. Damit hier keine Fesselungen. Aber okay. Ihn ja noch. Dann den. So. Rot. Turm B1. Eins, ne? Er kann den Druck hier nicht drauf verstärken, oder? Nicht hin. Ne, ich sehe nichts. Gut, der Tausch finde ich grundsätzlich nicht unangenehm für mich. Bin gerade aktiv, aber Feld ist gedeckt. Das scheint mir wenig effektiv zu sein. Einen Läufer abzugeben, nur um den Springer hier hinzukriegen. Den hätte ich ja jederzeit früher schon mal irgendwann mal vertreiben können.
Aber Turm AB1 sieht noch sinnvoll aus. Der E4 sieht auch gut aus. E4 sieht gut aus. So, hier muss man jetzt nochmal vielleicht mal ein bisschen reingucken. Ja, Springer D6 gespielt. Was wären die Alternativen gewesen? Der hier. Dann kommt der. Ach, Mann. Wieso bin ich so schlecht? Jetzt kann ich doch mit dem Turm schlagen. Er kann den Springer nicht gedeckt halten. Mein Gott, wieso sehe ich denn so nicht? Das sehe ich ja auch ohne Engine. Herrgott nochmal. Ja, 5, natürlich. Ja, dann ist er doch. Und so. Suchen den. Okay. Vielleicht tauschen. Einmal zwischen für die A-Linie. Jetzt spielen wir aber erstmal. Den kann ich dann den spielen. Jetzt hängt nämlich der. Muss er erst irgendwas gehen. Oh. Feld. Gefällt mir das Rest? Ja, eigentlich vor. Diese Idee. So, wenn er Dame tauscht, habe ich einen Bauern mehr. Und wenn er den spielt, den, oh, er hat noch den hier. Oh, der geht gar nicht. Der ist ungedeckt. Das ist, okay, nee, das geht gar nicht. Na gut, gucken wir uns mal den an. Greifen wir den an. Den mal rausnehmen. Wenn mit dem nicht schlagen, dann habe ich hier diese drei Bauern hier Potenzial. Dann muss er dem schlagen. Den Turm, den und den. Vielleicht auch noch eine Idee, ja, um den hier festzunageln, aber dann kann er vielleicht die A-Linie besetzen oder von hinten direkt an den Bauern ran. Ja, ich glaube, hier muss ich so spielen. Ja, wenn er jetzt hier verteidigen muss, wie steht es denn jetzt? 5 gegen 5 Bauern? Ah, kann ich nicht so viel, wie ich gehofft hätte. Ich den König noch mal aktiviert. So, aber hier muss ich mal eben gucken, was die Engine sagt. Ausgleich. Ja, super. Okay, naja, gut. Waren aber schöne Ideen. So, und auf den nehme ich den. Oh, sieht alles gut aus. Der hier, Bombe. Den hier. Nehm den. So, hier muss ich jetzt noch mal reingucken. Hier ist doch bestimmt noch mal so ein spannender Moment. Man doch bestimmt noch einen sinnvollen machen. Warum habe ich den nicht gespielt? Aber wegen Turm A2, ne? Genau. Dame. So, selber tauschen, ja. Turm dahin, macht auch keinen Sinn. Ja, dann bliebe noch der hier als Alternative. Den hatte ich ja auch festgestellt. So. Nehmen wir an, er tauscht. Den. Oh, oh, mein F2 hängt, ja. Ich sehe es aus dem Augenwinkel. Oh, Hilfe. Geht nicht. Ja, vielleicht war hier noch das Beste. Immerhin, der ist gedeckt. Der
Er ist gedeckt. Okay, jetzt hätte ich mal in der F2 mal einmal hingucken sollen, ne? Vielleicht kann ich den Läufer jetzt hier weg. Ruhe. Ein Total. Wenn er den spielt. Hier hingehen. Den hier dauerhaft zu decken. Sieht ein bisschen komisch aus, aber immerhin, der C4 ist auch gedeckt. Vielleicht kann ich irgendwann mal den spielen. 5. Sieht ein bisschen wackelig aus. Ich meine, ich habe 2 Meierbauern. Ja, das muss doch für irgendwas gut sein. Er hat doch hier kein Gegenspiel. Doch nicht. Aber hat er ja eine Partie? Ja, doch, da habe ich nur diesen einen mehr gehabt. Ne? Ja, den einstellen wollte ich nicht. Genau. Doch mal eben ganz kurz gucken. Läufer F3 besser ist. Er geht sogar mit dem König an und gibt. Ja, der ist. Ansonsten gewinnt auch alles. Okay. So, und auf Springer F2. Na gut gemacht. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stellung immer noch gut ist. Aber hier ist Dame B2 war gut. Dame B6. So, hier brauche ich wieder mehr Zeit. Dame B4. Braucht er mal mindestens noch ein weiteres Tempo, um hier hinzukommen. Ich krieg also den, sagen wir mal. Jetzt spielt er den. Aber jetzt muss ich natürlich den decken. Den. Der. Boah, ich hasse Damen, Mensch. B4 gefällt mir nicht. Ich will die zweite Reihe nicht nachlassen. Ich habe den hier gespielt. Naja, der war bestimmt auch noch nicht ganz. Ah, warte mal. Oh, der war bestimmt okay. Nur ein Tauschen ist ja bestimmt gut. Den? Warum spiele ich denn jetzt nicht den? Der ist doch gedeckt. Und dann kann ich den spielen. Mal so spielen. So, wie kriege ich den Springer denn jetzt auf ein gutes Feld, dass ich meinen König damit beschütze? So was hier, ja. Da bin ich in der Nähe von meinem König. Das ist wahrscheinlich schon mal ein guter Anfang. Jetzt kann er den doch auch nicht verhindern. Ah, der wäre es gewesen, glaube ich. D4, mal gucken. Engine darf fragen. Ah, D4 ist auf jeden Fall ein guter Zug. Aber C5 geht auch. Den habe ich auch gespielt. Schlecht. Den. Das muss gut sein. Das gibt's doch nicht. Oh, der rot ziemlich deutlich. Luftloch machen. So, jetzt kann ich hier nicht umwandeln. Hier leider kein Schach. Aber ich kann hier auch nicht umwandeln. In dem. Das wäre Dauerschach. Das wäre. Aber ich sehe ja nicht mehr in der Analyse, wie die Technik, was hier der richtige Weg wäre. Und ich kann diesen. Kann den bauen und dann habe ich das hier. Nein! Ich dummer. So, der ist gedeckt. Ach, gibt, hat er nur den.
Ein weiteres Schach. Das ist bestimmt ein Fortschritt. Aber so richtig super klar im Zeitlot ist mir halt immer noch nicht. Mal gucken, was die Engine denn jetzt hier spielen würde. Oh, ist schon weniger geworden, der Vorteil. Hier muss ich anders. Ah, jetzt. Genau. Ah, das ist natürlich eine Idee. Meine Dame steht so gut, dass er die Dame nicht bewegen kann, weil ich dann immer den habe. Und ich habe ja dieses Feld hier. Das heißt, ich mache jetzt einfach Abfahrtzüge. Feld zum Beispiel mitnehmen. Dann nochmal was verbessern. Ihm gehen wahrscheinlich irgendwann die Königszüge aus, oder? Mal gucken. Sagen wir mal, er macht den. Ich mache hier. So. Den. Er macht den. So ähnlich wie in der Partie. So. Hat keine Bauernzüge mehr. Was hier? Das, sowas. Ah, jetzt ist das hier auch keinerlei Schach gefahren in dem Sinne. Aber das ist jetzt für mich als Menschen, selbst jetzt immer noch mit Engine. Okay, er hat keinen Schach. Aber den berechnen. Achso, ah, ich drohe selber was. Habe ich nicht gesehen. Bin so blind, ne? Da, Mensch, das sind die pure Hölle für mich. So, komm, ich lasse die Engine an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zwischendurch mal auf 0-0 verkackt habe. Da haben wir es schon. Weißt du? Aber hier schon. Ja, schon 0-0. Ich wusste es. Ah, er spielt das aber auch gut. F4 fand ich auch nicht schlecht. Ich meine, ich muss den ja irgendwie rausnehmen. Ich kann den da jetzt auch nicht noch stehen lassen, gell? Kommt hier so noch ein Schach und dann geht der da durch und das lassen wir mal. So, ich habe jetzt aber gedacht, jetzt kommt der hier, weil er den hier oder den hier, er schlägt ja immer mit Schach. So. Ich kann den. Jetzt hat er keinen Schach. Den hier. Boah, habe ich alles nicht gesehen. Das ist mir jetzt alles praktisch gewesen. So. So. 0-0 wieder. Oh, der war schlecht. Oh, der ist trickreich. Er hat keinen Schach. Muss wieder so spielen. Jetzt habe ich wieder alle Zeit der Welt, meine Stellung wieder zu verbessern. Oh, Damen-Endspiele. Freunde, lasst euch nicht auf Damen-Endspiele ein. Da wirst du verrückt bei. Aber so insgesamt bin ich mit der Partie gar nicht unzufrieden. Relativ viele Züge gemacht, bevor ich in Zeitnot gekommen bin. Und mein Plan hier mit diesem, ne, am Damenflügel spielen, ja, ist halt abseits aller Theorie, aber durchaus interessant. Ja, ich komme damit gut zurecht. Alles klar, Freunde. Noch der Aufregung für heute. Ansonsten noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.